Das Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 oder de Seltsamkensi Video. Das Erdbeben von 1531 hatte viele Todesopfer gefordert und gewaltige Schäden angerichtet. Dennoch gehörte Lissabon Mitte des 18. Jahrhunderts wieder zu den schönsten Städten Europas. Die strahlende Stadt Lissabon rühmte sich vieler herrlicher Bauwerke und die Bevölkerung war auf 275.000 angewachsen. Außerdem erlebte die Stadt eine Periode des Wohlstandes, da sie von dem Gold profitierte, das in Portugals Kolonie Brasilien gefunden wurde. Dann schlug das Schicksal erneut zu. Am 1. November 1755 gegen 9.30 Uhr ereignete sich etwa 200 Kilometer west-südwestlich von Kap St. Vincent im Atlantik ein gewaltiges Erdbeben mit der Stärke 9. Es war so stark, dass die Erdstöße noch in Frankreich und der Schweiz zu spüren waren. Sogar in Finnland veränderten sich Höhenlinien und der Wasserspiegel des Meeres. Am schlimmsten waren die Zerstörungen in Lissabon. Ein großer Teil der Stadt wurde eingeebnet und Tausende von Menschen starben in ihren einstürzenden Häusern oder wurden von Trümmern erschlagen. Etwa 30 Minuten später krachten drei große Flutwellen auf die portugiesische Küste und verwüsteten weite Landstriche. Zahlreiche Katastrophen in der Algarve waren die Wellen über 30 Meter hoch. In Lissabon wurden der Hafen und die Innenstadt überschwemmt und viele Menschen, die dem Beben auf Schiffen entkommen wollten, ertranken im Meer. Stadtteile, die nicht unter Wasser standen, litten unter einer riesigen Feuersbrunst, ausgelöst von Herdfeuern und umfallenden Kerzen. Der Brand wütete 5 Tage lang und vernichtete einige der berühmtesten und schönsten Teile der Stadt. Etwa 85% der Stadt wurden vom Beben, vom Feuer und von der Flut zerstört, aber Portugal war nicht allein betroffen. Auch in Spanien, Nordafrika und Gibraltar kamen Menschen ums Leben und die Flutwelle erreichte sogar Großbritannien, die Niederlande und Barbados. Den schlimmsten Blutzoll zahlte jedoch Lissabon, man schätzt, dass 100.000 Menschen starben. Die Stadt erholte sich nie mehr ganz von diesem Beben, und ihr Einfluss in Europa wurde geringer.